Klappe! Hello, it's me again. Ich hasse diese dumme Fotze. Okay, Leute. So, und hiermit herzlich willkommen nochmal, weil ich vergessen habe, In-Game Sound in OBS einzustellen. Alter, und los geht's in die. In die Hölle! Wie gesagt, wir müssen die Zahlen an der Wand müssen wir ablesen, damit wir dieses verfickte Schloss da öffnen können. Schnell, die kommt schon hier. In die Fresse, Alter! Hot. Ja, richtig. Okay. Berge, Berge, Berge. Schnell, jetzt rennen wir einfach los. Scheiß auf dich! Die Zahl hier? Nein. Verdammt, wo war die Zahl? Ne, 5. Okay. Du siehst mich nicht. Wenn ich schaffe rauszurennen, Alter, dieser mein Arsch! Nein! Ich will nicht sterben, bitte! Ich will nicht sterben, ich krieg deinen Arsch in die Schuhe. Ich bin an der Tür gestorben, Alter! Fick dich, du dumme Fotze, Alter! Hey, Butterkeks. Servus. Willkommen zum Stream, Bruder. Ich glaub's doch nicht. Das kann doch nicht sein, oder? Dass man so viel Pech haben kann. Wusa, Alter. Okay, also. Jule, du merkst dir die Zahlen. 8 an dritter Stelle. Ich kümmere mich um diese blöde Fotze. Renn in Hölle. Ja. Nochmal eine 8 an zweiter Stelle. Oh Gott, ich häng. Okay. Easy. Du bist cool, Alter. Also, wie war das jetzt? 8 an 2? 8 an 3? Okay. First try, Alter. Easy. Okay, So. Hallo. Ein paar Mini-Elefanten. Wohl eher die, Kennt ihr das, wenn ihr manchmal euch nicht erinnert, was das für ein Viech ist? Wie heißen die doch mal, Dicker? Egal. Obwohl ich die ganze Zeit bei Ark eigentlich mit Jule immer sehe. Wo muss ich mich hier verstecken? Was ist hier los? Muss ich Opfergabe machen? Ich erweitere, oder wie?
Mammut, ja, sag ich doch. Mann. Hä? Bin verwirrt. Warte, ist das eine neue Stelle? Ja, ohne Witz, gell? Manchmal kommt man da einfach nicht drauf. Bin verwirrt. Wieso musste ich jetzt diese Scheiß-Tür öffnen? Achso, okay, warte. Also, warte. Junge, oh, schon wieder 100 Wege, Alter. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Mhm. Mhm, ist schon hart, Digga. Wo müssen wir jetzt lang? Jetzt einfach mal hier lang, scheiß drauf. Zack, in deine Fresse. Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Ahne Böses. Bin gerade... Warte, sobald man durch diese Schnüre, diese roten Schnüre durchschneidet, reist man doch durch so ein Portal in eine andere Welt oder sowas. Alter, wieso habe ich diese scheiß Tür gerade aufgemacht? Mich behindert? Warte, guck mal. Okay, wir racen mal kurz hier alles durch. Kann ich irgendwas machen? Nee. Er hat sich auch nichts verändert. Da ist immer noch 8 an dritter Stelle. Voilà. Okay, dann nochmal hier rein. Muss ich hier irgendwie was machen? Ach so, mein Teleporter. Warte. Ist mein Schrankteleporter jetzt? Muss. Da, da. Okay. Funktioniert nicht. Weil ihr Unterarm und ihre Hand fehlt, kann das sein? Was soll ich denn das jetzt finden? Kann ich eins nehmen? Mal kurz deinen Unterarm, Bruder. Kann ich kurz deinen Unterarm ausleihen? Kann ich hier was haben? Wo krieg ich das her? Also, ganz ehrlich, war das hier umsonst oder? Ich blick's gerade nicht. Hier ist nichts. Hä? Okay. Entweder blick ich's mal wieder nicht, weil ich zu blöd bin oder. Also gut, das heißt, wir können nicht mehr zurück. Also, alle Räume durchsuchen, die es gibt. Hier kann ich nicht mehr hin. Kann ich hier einen Unterarm mitnehmen, Bruder? Gib mal deine Hand. Bruder! Also, hier ist ja nichts. Ich kann das nicht nehmen. Hat mir jemand einen Unterarm? Kann ich dich nehmen? Kann ich dich nehmen? Nein. Da drin gibt es doch safe ein paar Unterarme. So kurz speichert. Warte, ich speichere mal kurz. Okay. Denk ja nicht, dass ich drücken muss, oder? Nee, ist gesperrt. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal alles durch. So, die Tür haben wir geöffnet. So. Nice. Geht hier irgendjemand einen Unterarm für mich? Kann ich das nicht jemanden abhacken oder so? Hallo? Unterarm im Angebot zufällig irgendwo?
ja nicht so aus. Nichts nehmen. Sicher, dass ich eine Hand brauche? Ich bin mir jetzt irgendwie unsicher langsam. Oh Mann. Irgendwie glaube ich, dass ich wieder da rein muss, Jule. Jetzt mal ohne Witz. Kann ich da nicht einen Stock in den Arm stecken oder so? Reicht es nicht? Moment, wo geht's hin? Ja, irgendwie sieht es für mich aus, als würde ich den Arm nicht brauchen. Oh, noch mehr Drogen. Aber der Teleport klappt nicht. Weil normalerweise teleportiert er sich ja, wenn ich in den Schrank gehe und je nachdem, wo ich ihn zeige. Ich muss ja darüber. Warte, 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 warte. Vielleicht nur so. Warte mal. Nein. Ja, nee, das klappt ja nicht. Ich schieb dir auch einen Stock in den Arsch, wenn es sein muss. Ist mir doch egal. Bin ich jeden Raum durchgegangen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es irgendwas hier mit auf sich hat. Mit dem Hund hier, der auf Droge ist, sein Vater, Digga, guckt mal, wie der schaut, Alter. Also hier war ich drin. Auch nicht. Okay. Nächste Tür. Einmal hier. Das war gerade dieser Raum, wo ich rein bin, gell? Man weiß ja nicht, ich geh nochmal rein. Okay, das war der. Nächster Raum. Nein, hier ist auch nichts. Wo krieg ich denn Arm her? Ich glaube, ich. Oh Mann, ich glaube, ich muss da wieder rein, Alter. Will nicht. Die Hand von der dummen Kuh. Nee, Alter. Ich will da nicht rein. Der Tod wartet da drin. Ah, verdammt, von mir aus. Habt ihr wieder, wenn ich rein? Muss ich da rein? Ich will da jetzt nicht umsonst rein. Okay. Muss da nicht rein, okay. Hast du einen Schrankraum? Ja, und dann? Hier nicht den Arm abschneiden oder so. Bestimmt voll leicht, nur komme ich nicht drauf. Nein. Kann ich die. Komisch, komisch, komisch. Bin verwirrt. Hier sind ja auch überall diese Gebetsdinger. Deswegen diese Altare. Ich dachte, das hat bestimmt was damit zu tun. Blöd ist, dass ich ja nicht hier rein kann. Ja, ich kann da reingucken. War's aber auch. Ich kann da auch nichts rausnehmen oder so. Ich kann hier auf den Schränken rumklettern. Mal deinen Arm. Junge. Ich schwöre, ich schau gleich nach.
Jetzt mal ohne Witz, ich schau gleich nach, glaube ich. Kann doch nicht sein. Was? Twitch hat ein neues Punktesystem? Lol, da liegt ein Schlüssel. Kein Kommentar, Jule. Da lag einfach ein scheiß verdammter Schlüssel. Gott, ich fühle mich manchmal so dumm. Dachte eigentlich, wir müssen uns teleportieren jetzt. Wirklich auch nicht mehr. So, Ibims. Ein scheiß Schlüssel, ja. Gott. Ich bin ein Leben, Fotze. Bin gerade mal angekommen. Das heißt, wir kriegen diesen Arm hier irgendwo. Weil ich brauche den ja safe. Dieses Spiel verarscht einen übel, Alter. Da denkst du, du brauchst einen Arm, aber an sich brauchst du einen scheiß Schlüssel. Ist da? Okay. Kopf von der Puppe. Warum brauche ich das? Lass mich in Ruhe. Ich habe Aggressionsprobleme. Ich will sie töten. Wenn ich das jetzt nochmal machen muss, dann bringe ich dieses Spiel um, Alter. Oh, okay. So, jetzt fick dich, Fotze. Ich laufe jetzt einfach durch. Renn in Hölle. Habe ich das schon genommen? Was, mein Spiel ist das einzige, das nicht richtig speichert? Echt jetzt, wieso? Speichert es bei den anderen, oder wie? Ja, aber diesmal hat es ja gespeichert. Bitte, Kuh, gib mir eine Pause! Alter, ich glaube da nicht. Wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Die zwei YouTuber, die ich mir gerade angesehen habe, haben jede Puppe einzeln getötet. Ja! Brauche ich ja 24 Jahre für dieses Spiel.
Das Problem ist, ich habe gerade keine Ahnung. Da drüben steigt Rauch auf. Ich habe gerade keine Ahnung, ob ich hier noch irgendwas außer diesem Kopf von der Puppe finden muss. Ich denke, die haben das Spiel nicht verstanden. Hier geht es nicht um Puppen töten. Die wollen da Killstreaks machen. Digga, Labyrinth, sein Vater hier. Den Arm. Okay, ich bin durch. Ich sehe. Bein. Füße. Schuhe. Hey, langsam blicke ich auch nicht mehr, wo ich hin muss. Bin ich jetzt auf der anderen Seite von vorhin? Nein. Hey, warte, sind die Türen abgeschlossen? Abgeschlossen, abgeschlossen. Okay, ich kann nur... Muss einmal außenrum jetzt, oder wie? Jo, wahrscheinlich. Muss man den Nexus zerstören? Ich glaube auch. In dem Spiel geht es gar nicht darum, das durchzuspielen, sondern wer am meisten Puppen gekillt hat, der hat gewonnen, Alter. Okay, also wir sind jetzt hier. Ja, jetzt muss ich da lang. Gibt's irgendwas zu mitnehmen? Nein, jetzt Hey. Bin verwirrt, wo muss ich hin? Oh, da ist ein Schlüssel. Das heißt. Hallo? Ja. Hallo? Macht's doch noch komplizierter. Irgendwas zu mitnehmen, bevor ich weitergehe? Junge. Ah, nice. Okay. Jetzt, da ich den Schlüssel habe, geht hier wahrscheinlich Party hart, oder? Komm ich irgendwie raus, oder? Okay, also wir haben einen Schlüssel für WTF auch immer. Habe ich was übersehen? Gab es eine Tür mit einem Schlüssel? Sagen denn eine Tür mit einem Schloss? Ist da ein Schloss dran? Nein. Bin verwirrt. Muss ich da lang wahrscheinlich? Fuck. Moment. Also, da gibt's nichts mehr. Warte mal kurz. Ey, das ist doch ganz normal, dass man teleportiert wird. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich muss da zu dem Schrank da, Dings da. Warte. Wie mach ich das mit dem da? Genau. So. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hier gibt es nichts mehr. Hier zum Fick habe ich einen Schlüssel, Digga.
Okay, kann man hier irgendwas öffnen? Da war ich ja gerade drin. Da bin ich Bene. Warte, ich muss. Achso, warte, warte, warte. War da. Noch nicht, warte. Hallo, bring mich doch dahin. Willst du der Tutsi da? Hallo. Junge, Alter. Ich bin verwirrt. Komm nicht mehr dahin. Also gut, dann muss ich eben da nach links. Anders geht's nicht. So. Ich will jetzt aber in dieses Zimmer. Das heißt von hier. Ich überlege immer zu viel. An sich ist das ganz simpel. Einfach darüber teleportieren. Guck, easy. So, da sind wir schon. Aufgemacht. Gut, ich nehme alles zurück. Ich da rein. Eine Tür mit Schloss. Ich werde das jetzt mal nicht wiederholen. Ich muss da rein. Okay, so nicht. Von hier. Irgendwas zu öffnen. Hallo. Zum Fick, wo muss ich hin? Jetzt. Junge, also mach's doch noch komplizierter. Digga. Buddha sei mit dir, Bruder. Okay, geh mal hier hoch. Warum schreit er so, wenn er das Messer benutzt? Ich würde ja was sagen, aber das wäre Rassismus, deswegen lasse ich's. Das muss man so machen, Jule. Speichern!